Boah, weiter geht's nochmal. Als unsere nochmal. Helden die Stufen ich emporstiegen, hab jetzt übrigens nicht fuhr ihnen eine eisige... Da stand nämlich jetzt gerade was von Schwierigkeitsstufe wechseln. Also einfacher machen. An. Aber nein. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Nicht für mich. Ja, halt die Schnauze. Ich will sie auf jeden Fall behalten. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Also sie kann halt extrem gut damit umgehen. Sie ist halt richtig gut hier. Ich muss halt geplanter vorgehen. Und Leute, ganz im Ernst, wer jetzt sagt, das ist keine epische Musik, den verstehe ich nicht. Das ist ja mal so eine epische Musik. Hammer. Hammer. Sie. So, und hier kann ich mich abkürzen. Und auch hier kann ich mit dem Mage abkürzen. Okay. Okay, so weit war ich mit ihr noch nie. Okay. Komm schon. Mana. Okay. Einmal Leben wieder. Ich hätte gern wieder Mana. Ernsthaft, das dreht sich jetzt. Okay. Stopp. Gegendrehen. Krise. Ich muss hier mal Pfeile wechseln. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Nein. Haus weg. Okay. Dann kürzen wir hier nochmal ein bisschen ab. Das hat mir eigentlich nur geholfen. Dankeschön. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Nein! Okay, ich bin mit ihr und ich bin mit ihr hier. Mana. Mana. Nein. Bitte, dreh dich. Danke. Danke. Oh bitte, dreh dich doch. Nein!
Nein! Als unsere Helden die Stufen vorstiegen, fuhr ihnen eine eisige Kälte durch die Knochen und die Geräusche der Schmiede waren verklungen. Zu still. Und dann hörten sie die Stimme. Ich bin so schlecht da drin. Das fühlt sich nicht gut an, blablabla. Mega, komm. Wir sind diesmal weitergekommen. War wahrscheinlich kurz vor Ende. Naja, halt die Schnauze. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Können wir jetzt eigentlich auch mit normalen Schüssen kaputt machen? Nein. Das heißt, ich brauche das Mana. Komm mal los. Perfekt. Okay. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Was? Komm, roll weiter. Danke. Na komm. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen still werde. Aber es ist gerade sau anstrengend. Dankeschön, my dear friend. Oh Gott. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen ein... Ich probier's jetzt noch einmal mit euch und wenn ich es dann nicht schaffe, werde ich... Das fühlt sich nicht gut an. Hier. Verschnellt es, weil das ist echt arschanstrengend und ich glaube, es bringt euch nicht viel, wenn ich dabei kaum rede. Außer, dass ich gerade am Verzweifeln bin. Schnell, ich bin auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Und verzweifeln tue ich gerade richtig. Komm schon, ich dreh dich doch ab! Mann, dreh dich doch... Ab, Mann!
Ne. Nein, es gibt nichts, Leute. Ihr seht jetzt dann, ein verschnelltes Replay davon. Denn hier komme ich einfach nicht mehr durch. Nein. Gut, ihr seht ein Replay, wir sehen uns dann oben wieder. Bis gleich. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Thank you.
Freunde fürs Leben. Als das Böse verschwand, wurde der alte König, oder was auch immer von seiner menschlichen Seele übrig geblieben war, freigesetzt. Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Aber nicht die Menschen. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Gott, ist der fett. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Ist der fett. Der Dieben wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Und der Zauberer? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele sagten. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Was ein Noob. Aber trotz allem, sie lebten glücklich und zufrieden, bis an ihr Lebensende. Und wir werden sie vorher nochmal sehen. Vor ihrem Lebensende. Wir haben Trine durchgespielt. Da haben wir die Errungenschaften completed. Ja, Leute, das war Trine. Trine 1, um genau zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also unglaublich. Boah, Berserker-Spaß. Außer, dass manchmal hin und wieder mich ein bisschen geflucht habe und am Ende die Speedrun, das war, aber es war das letzte Level und deswegen war es klar, dass es schwer war und da musste ich mich konzentrieren, es tut mir leid. Aber ansonsten, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wenn ja, schaltet auf jeden Fall bei dem Three-Gather ein, das ich mit Dead Zaljin und Zombel Chan vorhab. Und zwar werden wir Trine 2 zu dritt Let's Playen, da kann man nämlich dann immer einen Charakter auswählen. Ihr könnt hier unten in den Kommentaren sehen, schreiben, welchen Charakter ihr von mir am liebsten sehen würdet. Ich bin, glaube ich, der Magier. Also, ich werde, glaube ich, den Magier bevorzugen. Einfach weil Magier OP. Und ja. Also, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr schönes Spiel. Und ich hoffe euch genauso. Ich lasse jetzt die Credits durchlaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blixed. Ciao, ciao.